Fitness-Phil, Psycho-Phil, als Influencer mache ich alles für mehr Klicks. Ja, das machen wirklich viele so. Ich denken kann. Sound okay? Haut's in den Chat. Nur eins. Oder zu leise? Ich finde auch Psycho-Phil, geiles Standbild hier so mit seinem Sabber am Zahn. Ich finde auch Psycho-Phil könnte auf jeden Fall ein Serienmörder, ein Killer spielen. Das ist, wie der das macht, unfassbar krass. Der kann das echt gut. Der kann das echt gut. Ah, Freunde, ich bin gespannt, wie sich das mit Psycho-Phil entwickelt. Weil wir haben das ja schon im ersten Live oder im zweiten Livestream gehabt. Es ist eine coole Sache, es ist was Neues, es ist verrückt, aber auf Dauer ist Psycho viel anstrengend, finde ich. Mein Vater ist im Chat, Freunde, haut's in den Chat, Niemen ist am Start. Alle bitte einmal meinen Vater begrüßen. Jetzt, bitte, haut's in den Chat. Guten Abend, Niemen, mein Vater ist im Chat. Haut's in die Kommentare, guten Abend an meinen Vater, er ist der beste Supporter. Guck mal, mein Vater hängt jetzt auf Couch und guckt sich am Abend schön mit lecker Tiski, eine Flasche Tiski, haut er sich hier unseren Stream rein. Bester Mann. Bester Mann, da sind sie schon. Perfekt. Danke euch für den Support. Mein Papa freut sich immer wieder. Und ihr wisst Bescheid, wenn ihr mal Probleme habt zu Hause, wenn ihr mal eine Baustelle habt, mal Wände verputzen müsst, ne, irgendwas, meldet euch. Mein Vater macht beste Arbeit. In Raum NRW, ihr wisst Bescheid. Kein Spaß, ernst gemeint. Weiter geht's. Mein Vater ganz, ganz, ganz cool. Er sagt einfach Danke. Danke für dein Follow, mein Lieber. Okay, Philipp, was soll ich jetzt machen? Ja, wir machen das jetzt nochmal für Instagram. Du posierst bitte nochmal. Okay. Wir haben einen Hype-Train-Emote bekommen, okay? Darum muss ich mich auch noch kümmern, ne, Freunde, um die Emotes. Ich habe es nicht vergessen, sorry. Mein Versprechen nicht gehalten. Ich habe ja gesagt, ich packe das bis jetzt. Jetzt wirklich bis dann, okay? Zum heutigen Stream. Und zu mir. Ja, jetzt machen wir das Foto. Sicko, vielen lieben Dank für dein Abo. Sehr, sehr cool. Danke dir. Die Hand, rechte Hand, aufs Glied bitte. Wow. Koffein, mein Lieber, abhängig, ne? Bei jedem anders. Kommt auch drauf an, wie du dein Koffein konsumierst, ob du dein Koffein täglich konsumierst, ob du es nur ab und zu konsumierst. Leute, die jeden Tag Kaffee trinken, 2, 3, 4 Stück auf der Arbeit oder täglich Red Bull. Hier der Onkel, mein Onkel, der trinkt am Tag 6 Kannen Red Bull, da wirkt das bei ihm nicht, ja? Wenn ihr, sagen wir, nur Pre-Workout, würden 200 bis 300 Milligramm völlig ausreichend sein vorm Training als Koffein-Boost, würde ich sagen. Das ist aber nicht das höchste Ideal, von dem ich eben gesprochen habe. Nein, aber das ist mediale Prostitution, mein Freund. Und das ist, was wir wollen. Ich finde, dass du ein bisschen schmal bist. Ich finde, der braucht einen OnlyFans-Account, der Psycho-Objektiv drauf. Wie wäre es, wenn du mit sogenannten anabolen Steroiden beginnen würdest? Nein. Aber du könntest mehr Geld verdienen. Wenn die Leute mich... Du könntest zum Beispiel anabole Steroide konsumieren und sagen, dass du keine konsumierst. Und dann sagen, dass du weißt, wie man am besten trainiert. Patrick Teutsch-Style.
welche konsumieren, aber sagen, dass man keine konsumiert. Das kann man machen, ne? Und dann sage ich, dass ich Veganer bin? Und dass ich die Welt verbessern kann? Ja, das ist mir ausschneiden, glaube ich. Es scheint keinen Wert für mich in dieser Gesellschaft zu geben. Deswegen werde ich ab nun nur noch eins tun. Und das ist funktionieren. Oder, Management? So will ich das sehen. Ich genauso bin nichts als ein Werkzeug. Und ja. Ein Sklave, Alter. Psychophil ist ein Sklave. Ich bin gespannt. Was meint ihr? Ist Psychophil netti oder ist der auf Stoff? Was sagt ihr, Freunde? Ich bin echt gespannt. Moin, Two-Face 91. Guten Morgen. Was haben wir hier im Chat? Ich guck mal immer wieder, halte ich mal ganz kurz die Videos an und kümmere mich natürlich auch um den Chat. BWI, Mary, Marie, vielen lieben Dank für den Follow. Boah, hier geht's ab, warte mal. Netti, 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 bla bla bla. So. Netti, ganz klare Sache, sagt die meisten. Ja, denke ich auch. Er hat einfach einen schönen, athletischen, naturalen Körper. Ich bin. Und je mehr die Leute mich sehen, wie viel Unsinn ich mache, desto mehr werden die Leute es lieben. Ist schon wirklich sehr, sehr cringe, ne, was der da macht. Also, das ist das, was ich meinte. Man kann sich das reinziehen, aber sagen wir, Psychophil würde die Woche 2-3 Videos raushauen. Das wäre zu viel, man könnte sich das nicht geben. Ich finde Psychophil geil in Nebenrollen. Also beispielsweise bei John auf dem Kanal, bei Schwarzwald John auf dem Kanal finde ich den cool. Oder bei Leonidas als Haupt-, als Nebenrolle, finde ich immer geil. Weil so hat er ein bisschen was zu erzählen, zeigt ein bisschen so seine verrückte Art und dann macht's Bock. Chris, mein Lieber, guten Abend, bester Freund, wie geht's dir? Nein, du schuldest mir noch eine 10-Euro-Donation, Chris. Chris ist Kumpel von mir, Jungs. Ich rede mit ihm, wie ich will. Schuldest mir noch 10,50 € für einen Döner mit Eiern. Vervielfältigt. Ich rufe mir jetzt Stefan Kienzel an. Was? Geil. Die rufen jetzt den Kienzel an, da bin ich gespannt. Stefan Kienzel? The Boss of Outlaw? Schau mal. Ah, der Fabi. Da ist der Nosek, das HK. Hi. Habe ich jetzt gar nicht erkannt? Ich weiß, was das heißt. Du weißt jetzt, was das heißt. Aber er hat mir gesagt, dass du nur Leute so nennst, die du auch leiden kannst. So ist es. So ist es. Dann bin ich gerne dein Uhrenkind. Ich möchte, dass du ihn jetzt triebst und zu einem Teamplayer machst, Stefan. Der bringt keine Leistung, weder sportlich noch als Influencer. Der bringt nichts fürs Team. Ich müsste ihn eigentlich rauswerfen. Hallo Miguel, bitte, bitte beherrsch dich, Mann. Nicht unter die Gürtellinie gehen hier. Mit Down-Syndrom. Macht man nicht. Kann. Was soll das? Aber wie jedem Kind muss man auch Philipp Nosse keine Chance geben. Stefan, kannst du Philipp bitte einen Plan schreiben, dass er irgendwie was Ordentliches aus sich machen kann? Ja, mach ich. Selbstverständlich. Für wen macht es Kienzel denn nicht? Kienzel hilft der halben Welt. Kienzel hat die halbe Welt zur Topform gebracht. Unglaublich, ja. Wie viele Leute coacht er? Halb Deutschland? Er coacht sehr viele, ne? Er coacht sehr viele. Ja, ich weiß, war nur Spaß, klar, schwarzer Humor, aber du weißt, im Internet kommt sowas oftmals nicht cool rüber.
Deshalb bitte nicht im Chat unter der Gürtellinie beleidigen oder sonst was. Ihr wisst doch, wie das ist. Grundsätzlich ist es so, dass die Bilder, die ich von dir schon gesehen habe, für den Aufwand, den du betreibst und der Scheiße, die du baust, sehr vielversprechend sind. Das heißt, wenn man das einigermaßen sinnvoll in Struktur bringt, du der Leistungskurven nach oben schraubst und ein bisschen Zielstrebigkeit und Ernsthaftigkeit in die Sache hineinbringst, werde ich dich zum Schotter führen. Was meint ihr? Hat Psycho viel Disziplin oder meint er, hat keine Disziplin? Wenn ihr jetzt einen Plan von Kienzel bekommt, was sagt ihr, Chat? Würde mich mal interessieren. Ich glaube, der ist so ein verbissener, disziplinierter Junge, der Psycho Phil. Weil er wirklich alles dafür tun will, um durch die Decke zu gehen. Gut. Na, kennt ihr die Szene noch? Ja, lieber Follower. Ich bin schon wieder im Bunker. Daumen nach oben. Wie immer. Ja, mein Lieber, deine Rezeptoren sind voll. Da würde ich dir eins raten wegen Koffein. Mach mal 4 Wochen eine Abstinenz von jeglichen Koffeinsachen. Auch keinen schwarzen Tee, schwarzen Kaffee raus, Booster, Red Bull, alles weg, damit deine Rezeptoren wieder frei werden. Und dann wirst du sehen, nach 4-5 Wochen wird ein Booster wieder reinscheppern oder ein Kaffee dich auch wieder ein bisschen wacher machen. Das mache ich auch immer so. Einmal, zweimal im Jahr so eine Koffeinabstinenz, um die Rezeptoren quasi wieder frei zu schaufeln. Dann läuft das wieder. Das hast du übrigens schon sehr gut gemacht für die Follower. Immer lächeln. Und sobald du aufhörst zu drehen, Mund entspannen, Kräfte ja, schon. Weil das ist anstrengend. Richtig. Das Influencer-Game ist nicht leicht. Richtig. Darf ich dich dreist gucken? Gleich. Erst fehlt noch eine Schicht. Ich würde Intra kein Isolat trinken, einfach weil es mir persönlich nicht schmeckt. Ich nehme da lieber 20-30 Gramm ERAs. Ist besser zum Trinken. So vertrage ich auch besser. ERAs mit Clusterdextrin. Leon hat zwar gemeint, dass sie erst 10 Minuten später erfolgen soll, aber so viel Zeit haben wir jetzt leider nicht. Papa, bitte schreib nichts in den Chat. Bitte schreib nichts. Ich verstehe nicht. Du lebst seit 25 Jahren in Deutschland und kannst immer noch nicht richtig hier in den Chat was reinschreiben. Papa, was ist los mit dir? Ich weiß wirklich nicht, was du von mir willst. Ich weiß es nicht. Nerwiem, nerozumiemcie. Pisz po polsku. Schreib auf Polnisch, dann verstehe ich dich vielleicht. Ich weiß nicht, was du möchtest. Das ist nicht böse, ich weiß es nicht. Nerozumiem, poważnie. Der ist wirklich ganz... Der Scoop war wirklich ganz um. Ja. Jo. Boah, ist ein mächtiger Scoop, ja? Boah. Ja. Nicht lachen. Breit in Ernsthaftigkeit. Kopf in den Nacken. Weit aufmachen. Niemen ist mein Vater. Das ist der Account von meinem Vater. Der hat auch eine verdammt kranke Mimik, ne? Guck mal hier, die verschenken jetzt Abos an meinen Vater, nicht normal. Lucifer, bester Mann, danke dir. Was soll ich euch sagen? Jeder Influencer braucht seinen Sponsor. Und jeder Athlet... Crank Pump Bro. Geile Werbung auf jeden Fall. Bro. Ich habe aber den Sinn dieses Videos bis jetzt nicht verstanden und wir sind fast am Ende. Chris, falls du noch drin bist, bleib bitte noch im Chat. Wir reagieren danach direkt auf den Boxkampf von Sinan G. Das wird
Ja, Papa, du hast recht. Wenn Psychophil von Kienzl einen Plan bekommt, er muss ihn hundertprozentig durchziehen, sonst passiert nichts. Er muss Gas geben. Aber ich denke mal, so wie der Chat auch gesagt hat, Psychophil ist zwar ein Psychopath, ein durchgedrehter Typ, aber er wird es, glaube ich, durchziehen, weil er macht alles für Klicks. Er macht alles für sein Influencer-Ding. Und ich glaube, er ist diszipliniert und ambitioniert. Meine einzige Sorge am Tag ist die, wie gewinne, steigere und erhalte ich eure Aufmerksamkeit. Denn genau damit steigert sich mein Empfinden von Existenz. Ja, Digga, was erhoffst du dir denn, wenn du dir jetzt 600 Milligramm Koffein reinballerst? Brauchst du doch gar nicht. Du wirst dich abheben. Mein Lieber, morgen kriegst du alle Pläne. Montags kriegen die Neuzugänge ihre Pläne. Letzten Punkt zu machen. Also, das ist natürlich alles Ironie. Beleidigung und diese körperlichen Züchtigungen. Er kriegt einen Klatsch und das Video ist einfach zu Ende. Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. An dieser Stelle auch einmal eine kurze Werbung für meinen Twitch-Kanal. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Wir werden wöchentlich öfter live gehen. Und falls ihr mich noch supporten wollt, ihr wisst Bescheid. powerstage-germany.de für die besten Supplements. Da kassiert ihr mit meinem Rabattcode William auch den besten Rabatt. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.